Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel und wir spielen heute The Cully. Das Spiel basiert im Grunde auf den Büchern, die Tribute von Panem oder den Filmen. Vielleicht kennt der ein oder andere sie ja. Es gibt schon einige Spiele, die dieses Konzept umgesetzt haben, zum Beispiel auch das Spiel H1Z1. Und das Spiel beinhaltet ja den Spielmodus King of the Hill und wir spielen sowas ähnliches. Ich habe jetzt gerade schon mal mich angemeldet in der Warteschlange für den Einzelspielermodus. Man kann das Ganze auch im Team spielen, das ist eigentlich ganz cool. Und man befindet sich einfach auf einer riesengroßen Map mit ganz vielen anderen Leuten in einer riesengroßen Arena. In dieser Arena findet man Drops oder halt Gegenstände, ob es jetzt Knüppel sind, ob es Hammer sind oder ob es Waffen sind. Damit kann man dann die anderen Gegner besiegen und das Ziel des Ganzen ist es halt bis zum Ende zu überleben. Der Letzte zu sein und der Letzte, der gewinnt, der hat dann das ganze Spiel gewonnen. Und irgendwie habe ich das noch nie geschafft. Genau, wir werden mit einem Helikopter in einem Karton hier abgeliefert. So, und da hinten sehe ich schon die erste Station. Wir müssen jetzt relativ schnell gucken. Hier sind so Generatoren, die so ein Schild aufrecht halten. So, unten links seht ihr übrigens, das ist ganz interessant, so eine kleine Lebensanzeige, 115 Life habe ich, also Lebenspunkte habe ich. Und dann habe ich halt so einen Ausdauer, das ist dieser Blitz. Und da drüber, das ist so eine Art Währung. Wenn ich hier Items finde, dann kann ich die an solchen Automaten, das zeige ich euch nachher bestimmt auch nochmal, wenn ich so lange überlege, lebe, kann ich die an solchen Automaten dann halt für diese Währung halt verkaufen. Da sind sie sogar. Das sind die zwei. An dem rechten kann ich verkaufen, an dem linken kann ich mich heilen. Oh mein Gott, da ist ein Spieler! Boah, der hat schon einen Speer! Was denn los? Der hat einfach schon einen Speer! Warum hat der schon einen Speer? Ich hau ab. Alter, er hat einfach schon einen Speer. So ein Hund. Gibt's gar nicht. Läuft er mir hinterher? Ja! Nein, ich will das nicht. Jetzt kann ich halt so lange laufen, bis meine Ausdauer weg ist. Und das war's. Ach ja, übrigens dieses Geräusch, was ihr die ganze Zeit hört. Das ist, sind die Kameras. Da oben ist eine. Nein! Nein! Ich will nicht sterben! Junge, ich hab nur Fäuste, du Pillemann! Kann doch nicht wahr sein! Ich will nicht sterben! Es kann nicht wahr sein! Ich will jetzt so gerne nach hinten gucken, ohne mich umzudrehen. Ich verstecke mich einfach vor Toilette. Ich hab so Schiss, dass der jetzt gleich hier kommt, der Penner. Wir gehen mal hier raus. Der ist ja wohl nicht immer noch da, oder? Oh, warte mal, cool, eine Bandage. Yay, wir haben unser erstes Item. Wir tun so, als hätten wir nichts dabei. Wir tun so, als hätten wir nichts dabei und laufen mal nach da unten zu der Basis wieder. Okay, man hört auch übrigens... What the heck, Alter? Okay, was ist das? Krass, das ist voll die Falle. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Hier ist aber auch noch Dynamit drin. Scheiße, hier ist sau der kranke Loot. Hier ist überall Gas. Ach du Scheiße. Es sind noch drei Leute live. Und oh, der Chef, der hat vier Leute getötet. Und ich habe nur noch 79 AP. Okay, ganz ehrlich, Leute. Ich droppe das Item. Ich weiß ja, wo es liegt. Wow. Hat er nicht gesehen. Wow, geht das schnell, Alter? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich hab ihn getötet! Nein, ich hab ihn nicht getötet! Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Ich glaub's nicht! Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Der hat eine Waffe! Hat er eine Waffe? Oh Gott! Oh Gott, ich hab den Rucksack angezogen! Meine Fresse, bin ich gerade unter Adrenalin! Das gibt's gar nicht! Der hat... Was hat der hier für komische Waffen alles? Der hat einen Bogen! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Ich hoffe, ich hau ab! Ich brauche unbedingt eine Bandage, ich brauche unbedingt eine Bandage, ich muss Holz finden. Holz, Holz, Holz. Wen habe ich getötet? Ich habe den Chef getötet, der hat vier Leute gekillt. Oh mein Gott, ich brauche Holz, Holz, Holz. Warte mal. Ich habe 53 von diesem Zeug. Vielleicht habe ich Glück. Oh nein, Schraubenschlüssel. Meter in die Richtung.
Okay, da war er. Okay, ich habe ein ziemlich dickes Problem. Scheiße. Ich weiß nicht, wo der ist. Da ist Holz. Ich brauche noch ein Stück. Noch ein blödes Stück Holz. Scheiße, der schießt mit dem Bogen auf mich. Das Gas kommt immer näher. Ich habe ihn getroffen. Er hat keine Pfeile mehr. Scheiße, das Gas. Der rennt in das Gas rein. Ich bin tot. Ich hatte nur noch 11 HP. Oh mein Gott. Krasse Scheiße. Okay, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einfach eine positive Wertung da. Wenn ihr mehr von The Culling sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und zeigt es, wie gesagt, mit dem Daumen. Ansonsten würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr vielleicht euren Freunden dieses Video teilt und es einfach auf Facebook und Twitter teilt, um mich ein bisschen zu unterstützen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.